Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Claire. Wir sind jetzt hier in der Cafeteria, haben einen Anruf bekommen und wissen, dass wir eigentlich besser nicht hier sein sollten. Ach Gott. Warum soll ich denn jetzt hier hin? Ich weiß es nicht. Aha, ich will hier weg, ich will hier weg. Ich kann hier auch noch überall hin, das ist ja noch besser. So, nur ein einzelner Raum, ne? Was ist das? Oh, hier kann ich mich auch verstecken. Ah, eine Fülle von, also hier Bildern, Tieren, Kitzen, Katzen. Sieht aus wie eine glückliche Familie. Hier scheint auch nichts weiter zu sein. Ich hoffe ja, ihre Ausdauer verbessert sich, wenn ich sie benutze. Okay, hier haben wir uns jetzt schon mal umgesehen. Ich verstehe manchmal nicht, wie ich hier irgendwie. Ich war doch an der Seite. Ich verstehe das manchmal nicht so. Also hier komme ich auch nicht weiter. It's covered in slime. Aber ich glaube, es funktioniert. Ich komme hier nicht vorbei. Was ist ein Schleim? Das Telefon? Will ich hier gar nicht rein? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ah, ich brauche wieder ein Lockpick. Und ich habe einen Lockpick gefunden. Was für ein Zufall. Das benötigt nur ein paar Sekunden. Wie, es kommt irgendwie, ich bitte. Warm Kaffee, Batterie haben wir gefunden. Wie geht's uns eigentlich? Weak? Oh, wir sind ein bisschen weak. Ich habe keine Ahnung, was es für Stufen, Gesundheitsstufen gibt. Nein, 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 nein. Nein, lasst mich. Okay. Okay, ja. Leave alone, hau ab. Hau einfach ab, okay? Nein, die kommen hier auch durch. Stairwell ist blockt. Ich muss einen anderen Weg finden. Ich weiß noch nicht mal, wo ich langgelatscht bin. Dank den kleinen, netten Herren. Ich lande hier einfach irgendwo. Ich finde das so lustig. Ich weiß, hier ist nichts irgendwie abgebildet. Aua. Lass das. Bitte. Oh, Fahrstuhl. Ich hoffe, die lassen mich in Ruhe. Patient Claire. Was? Ach, Patientencare. So, okay. Ich dachte gerade, da steht Patient Claire. Okay, soll ich einfach den Fahrstuhl verwenden? Ausprobieren? Oh, ich bin einfach weitergelaufen. Batterie gefunden. Wo bin ich hier? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall der Aufzug. Oder der Weg zum Aufzug. Ich kann hier überall hin. Ich kann sogar durch so eine verschlossene Tür durch. Ja, klar. Ich weiß echt nicht, wo ich hier langklatsche. Ich gehe zurück zum Fahrstuhl. Immerhin wollte sie ja dorthin. Ist auch so schön, diese Hände, die da abgebildet sind, ne? Nein, nein, was passiert hier? Fuck, 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 fuck. Was passiert hier? Nein. Wie kann das? Was? Nein, bitte nicht.
Was muss ich da machen? Ist auch schön, dass Anubis halt nicht ab. Oh, scheiße. Ich bin tot. Okay, ich sollte nicht in die Fahrstühle rein, oder? Ich muss irgendwas anderes machen. Ich habe keine Ahnung, was. Und ich habe irgendeine Errungenschaft bekommen. Ja, okay. Gut, wir wissen ja, ich hier drinne, ich muss das alles halt nochmal ein bisschen durchgehen. Einfach nur, falls hier irgendwelche Items waren, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Items waren. Aber dann habe ich es wenigstens schon mal angeguckt und alles, und das ist auf der Karte vermerkt. Wir wissen ja einen ungefähren Weg. Ach, hier ging es ja auch nicht weiter. Warte, ich latsche mal ein bisschen. So. Gut, die war ja zu. Hier konnten wir ja weiter. Und hier gab es ja diese netten kleinen Herren. Hier konnten wir ja dann. Und hier war der Fahrstuhl. Der Aufzug. Okay, hier ist nichts. Hier war nochmal eine Batterie. Ich weiß echt nicht, wo ich hier lang laufe, ne? Ach, das mit dem Dings, das vielleicht. Das ist halt so seltsam. Das ist wirklich seltsam. Hatte ich nicht eine Batterie gefunden gehabt? Ich meine, an der einen Tür war das nicht sowas wie mit Lockpick zumachen und so? Sieht aus ein bisschen wie das ganze Gekritzel, wie damals in der Schule. Speichern. Lauf hier einfach irgendwo lang. Oh, guck mal, da liegt was. Ich habe eine Notiz gefunden. Nein. Nein, ich möchte nicht zu denen. Da, so. Kaffee. Ich habe meinen Weg zum Kaffeeshop gemacht. The streets were barren and the shops deserted. Der Himmel war ein fahles Grau. Er saß hier für Stunden, wartend. Nichts veränderte sich. Die Sonne kam nie wieder auf. Okay. Das beruhigt. Oh, guck mal, da ist ein Schacht. Ich möchte mich aber doch mal hier ein bisschen alles umsehen. Das ist anscheinend irgendwie... Okay, das ist blockiert. Wo ich hier nicht überall lang kann. Da ist noch eine Überlebende. Hallo. Hallo. Oh mein Gott, dass ich das erleben darf. Da ist trotzdem noch eine Tür. Da soll eine Tür sein. Oh. Hallo. Hallo. Was ist dein Name, Kleines? Claire. Nett, dich kennenzulernen, Claire. Ich bin Elena. Aber du kannst mich Elle nennen. Hast du Locket? Locket, weiß nicht, was es ist. Locket? Ja, es ist ein Bild meiner Kinder und Enkelkinder. Entschuldigung, ich wusste gerade gern. Es ist hier peinlich, aber ich kann mich nicht an ihre Gesichter ändern. Ich möchte dir helfen und gucke mich um. Erzähl mir was von deinen Kindern. Ja, also da war, es ist in Ordnung. Was ist in Ordnung? Oh, wo sind meine Manieren? Mein Name ist Elena, aber du kannst mich Elle nennen. Was ist dein Name? Claire? Ah, oh, nett, dich kennenzulernen. Hast du irgendwo mein Locket gesehen? Nein, aber ich helfe dir, danach zu suchen. Oder zu gucken halt, ne? Das ist sehr nett von dir. Es ist ein Bild meiner Kinder und Enkelkinder. Hallo, ich kenne dich nicht. Hier ist keine Tür mehr. Das können die mir nicht weismachen auf der Karte. Okay, wir sollen jetzt also irgendwas finden. Irgend,
Irgendetwas. Ach, diese Geräusche, es ist furchtbar. Kann ich... Nein! Verdammt, das hatte ich nicht vorgehabt. Ach, Anubis, du hast mir für einen Moment eine Angst eingejagt. Ah, warte mal, dann kann ich doch mal die andere Tür testen. Wow. Ich habe nichts getestet. Da war gar nichts. Mm-mm. Habt ihr was mitbekommen? Nö, ne? Da war überhaupt nichts. Ich habe Cola gefunden. Ich würde ihr gerne helfen. Ich habe eine Batterie gefunden. Eigentlich müsste es auf der Karte markiert sein, dass da jemand ist, aber da wird nichts markiert. Das ist halt das Problem. Wo bin ich jetzt? Ich verliere sowas von die Orientierung. Merkt man nicht, ne? Ach, ich bin hier. Ach so. Ah, warte. Ich weiß, wo ich bin. Hier war ich nämlich schon mal, aber... die nächste Tür, soll ich einfach die da oder die nächste? Ich nehme mal die hier. Die ist blockiert. Dann habe ich das nämlich hier auf jeden Fall erledigt. Da ist noch die eine Tür. Die mich jetzt zum Fahrstuhl bringt. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Fahrstuhl reingehe. Ich kann hier überall lang. Das ist sau ätzend. Warte. Die ist abgesperrt. Oh, ich bin hier. Ich wollte gerade sagen, das kommt mir ein bisschen bekannt vor, ne? Okay. Dann nehme ich den anderen Raum. Ja, ich weiß, ich muss jetzt zum Fahrstuhl, aber... Ich weiß nicht, wie ich das mache. They see me. Ich kann hier überall lang. Wirklich überall. Überall lang, überall rein. Okay, hier ist nichts weiter. Ist ja schon mal etwas. Lockpick habe ich gefunden. Was haben wir hier alles? Oha, fuck! Geradeaus. Möchte zu der Tür. Kann ich mir die mal angucken. Ach, das kann man auch noch irgendwie drehen oder sowas? Okay. Ich weiß noch nicht, was es bringt, ne? Das ist irgendwie ein Direktor. Das ist Hospital Founder. Aha. Und das da, das war... Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, was es bringt. So, hier waren wir schon. Achso, das ist dieser Bereich. Ist auch interessant. Ich wollte eigentlich zu der einen Tür, die da abgeschlossen ist.
Ach, das ist. Ach so, ich bin hier. Ja, ich erinnere mich. Bei der anderen Seite ist doch kein weiteres Dings. Ich wurde ja gejagt von den kleinen netten Herren. Ah, ich wollte es schon irgendwie finden. Nein. Leave alone. Bin schon mal auf dem richtigen Weg. Ach, da liegt doch noch was auf dem Sofa. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich wollte mich sagen. Ich hab doch irgendwie was eingesammelt. Ich kann nicht rennen, das ist gerade mein Problem. Warte, verkehrte Richtung. Denke ich, habe ich hier unten schon mal alles erledigt. Da unten, so weit wie das geht. So, hier, wenn ich da jetzt bei dem Fahrstuhl reingehe, kann ich entweder den Todesfahrstuhl nehmen oder in den anderen Bereich gehen. Ich weiß, ich muss da ja irgendwie hin. Also zum Fahrstuhl nehme ich mal an. Und sonst, ich könnte in dem Gang, in dem ich bin, einfach die zweite Tür nach unten nehmen und mich dort noch ein bisschen umsehen. Da ganz nach unten. Eins, zwei. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber da komme ich anscheinend nicht hin. Aber da ist irgendwas, oder? Muss man auf jeden Fall irgendwie hinkommen. Auf irgendeine andere Art und Weise. Aber da unten hatte ich halt keine Tür gesehen. Dieses kleine graue Stück da. Habe ich halt einfach keine Tür gesehen. Okay, dann habe ich das soweit. Dann gehe ich einfach mal in den Gang hier rein. Upsa. Nein, was habe ich gemacht? Ich weiß es nicht. Wo bin ich jetzt? Okay, einfach mal geradeaus. War das richtig? Oh, verdammt. Hä? Wieso bin ich schon wieder hier? Muss man nicht verstehen. Das bringt ja nichts. Ah, jetzt bin ich hier. Da, wo ich hin wollte. Oh, hier stimmt, hier waren ja die netten Herren. Nein, aus. Lass das. Oh, hier ist ja irgendwas. Da ist irgendwas in der Brust drinne. Goldlocket, ich hab's gefunden. Das, was ich hier bringen soll, ich hab's, glaube ich, gefunden. Ja, ich bin zwar schwach, aber egal. Nein, 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 das ist unfair. Das ist voll unfair. Das ist voll unfair. Nein, ach Mann. Das ist doch gemein. Nicht mal im Menü hat man seine Ruhe. Das ist voll fies. Okay, ich mache einen Schnitt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sammle das jetzt alles ein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der alten Frau wieder. Bis dahin, dann tschüss, eure Teil.